Jo Freunde, jetzt testen wir die Dragon Bomb. 100 Stück sind in der Packung zur Pyrocracker-Größe. Die Dragon Bomb sind von wem sind die denn eigentlich? Brockhoff? Na, vielleicht fange ich jetzt gleich nochmal neu an. So Freunde, jetzt testen wir mal die Dragon Bomb. 100 Stück in einer Packung, die sind zur Pyrocracker-Größe. Von wem die jetzt wirklich sind, weiß ich nicht. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Hergestellt von Liu Yang Hengtai Fireworks Trading. Keine Ahnung, wer die hier wirklich vertreibt, davon habe ich noch nie gehört. Aber ja, mal sehen, was sie können. Mal gucken, was wir hier für eine NEM haben. Steht, so wie ich das sehe, auch nicht wirklich drauf. Ja, nicht viel Information, ist egal. Wir probieren jetzt einfach mal ein paar davon aus. So, haben wir mal eine Handvoll, 5 Stück. So, mal sehen, was die Dinger können. Okay, ein Sprüher, das war eine kleine Fontäne, sehr schön. Ein Verpuffer, auch nicht so doll. Noch ein Verpuffer. Okay, der hat mal geknallt, das war ganz in Ordnung. Schon wieder ein Sprüher. Okay, von 5 Stück 2 haben halbwegs geknallt. 3 Verpuffer oder Sprüher. Ich nehme noch mal 2, 3 Stück. Dann nehmen wir mal noch mal 3, 4. Geben wir denen noch eine Chance. Ja, wieder ein Verpuffer. Verpuffer. Knall war okay. Ja, und der ist ausgegangen. Tja, liebe Leute, von 9 Stück einer ausgegangen, paar Sprüher, paar Verpuffer, nur 3 haben halbwegs gut geknallt. Der letzte Ranz, vergesst es. Lasst die Dinger am besten im Laden. Ich kann es nicht empfehlen. Daumen runter. So, jetzt nochmal hier die Dragon Bombs. Es rieselt an allen Ecken und Enden raus. Die Tonerde rieselt da schon weg. Wirklich der letzte Ranz. Finger weg davon.